Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder an der Zeit, ein weiteres Let's Play hier bei mir auf dem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für Hetzer, für Stufe 4 TD der Deutschen. Und ich bin im Zug unterwegs mit dem Stunbat 1610 aus dem Root-Clan. Es ist ein Stufe 4 Gefecht auf Windsturm. Ihr seht, alles wieder vertreten so ein bisschen. Der Hetzer, einer meiner All-Time-Favorites, fahre ich nicht so oft, aber ich behalte ihn auch auf alle Fälle. Man kann immer mal wieder eine kleine Runde Hetzer Stufe 4 mit der 10-5er Treugern fahren. Ihr seht es unten, ich habe 14 Schuss HE, 6 Gold für Dann sehen Fall, wir also für den gut Fall der Fälle. aus. Und im Normalfall TD halt, ja, aus dem Hintergrund, ihr kennt das. Stellung positionieren hier auf Windsturm. Ihr kennt die Position E3 dort oben bei der Windmühle dort hinten. Steht gerne mal ein TD auf dem Berg. Ich aber, da ich im Prinzip ja Top-Tier bin, fahre das Ganze in der Runde etwas aggressiver. Das kann durchaus mal böse in die Hose gehen. Wenn man das aber schon mal ab und zu gemacht hat und vielleicht das ein oder andere in dem Spiel kennt, dann kann man den auch mal aggressiv fahren in Stadtkampf. Denn mit der 10-5er sind dort ja, durchaus ein paar One-Shots möglich. Ich habe die Runde auch absolut gar nicht mehr im Kopf, aber wir schauen es uns einfach mal an. Hier erstmal abwarten, weil es könnte auch von rechts von der Seite was kommen oder geradeaus. Man weiß nie, was macht der Gegner. Pennt er oder spielt er es zu passiv? Jetzt einfach von mir der Vorstoß, weil ich habe so den Eindruck, die stehen dort hinten noch alle in Ruhe. Das ist das erste Mal, dass ich eine Lady verdresche. So, da hat es den ersten erwischt. Du brauchst ein Schildchen am C. Zweiten. Das ist nichts als ein Haufen hirnloser Nur ein Amphibienkacke. Kettentreffer, müssen ein bisschen aufpassen hier. Der ist weg. So, da will jemand fliehen, Covenanter. Gibt's gar nicht. Im Krieg fliehen, so wird nicht geduldet. Muss bestraft werden. Viel Spaß beim Todsein. Verdammt. Ah, da hat mich die Birch Gun erwischt. Ladeschützen schnell wieder beleben. Rechts oben haben wir ein TD. Er will es Ich wissen. komme über dich wie der Gestank über die Scheiße. Gut, die sind alle Low AP, ne? Das ist jetzt nicht ein Beispiel dafür, was man mit der Trollgun alles erledigen kann. Aber wer die 10-5er kennt vom Hetzer, vom PZ4 oder so, der weiß, was man da machen kann, alles mit. Ui, da ist noch ein Panzer. Ich Duke, du tot. So, da kommt der nächste TD. Jetzt habe ich aber keine Goldmoon mehr, Ich jetzt habe geht's dich so weiter mit oft mit HE. der Rechten, dass du um eine Linke bettelst. Ich kam, sah und trat in den Arsch. So, 84, unser eigener Cap, 86, aber da muss man, habe ich mich in dem Moment, bin ich ehrlich, aufs eigene Team verlassen. Entweder die kriegen es hin oder nicht. Und sie haben es hingekriegt. Also, manchmal muss man da einfach auch mal Ego-Arschloch sein, so ein bisschen.
In der Hölle wird noch Loser gebraucht. So. Jetzt ist nur noch die Arti übrig. Und da habe ich jetzt so ein bisschen mich ins Boxhorn leiten lassen, weil wir sind im Zug gefahren. Das ist halt das Positive auch am Zug. Man kann sich absprechen. Und habe jetzt freundlich gefragt, ob ich halt den 8. Kill kriegen könnte, wegen der Medaille für 8 Kills Redley Wolter. Habe aber in dem Moment nicht mehr im Kopf gehabt, dass es diese Medaille erst ab Stufe 5 gibt. Das heißt, ja, Bubble Boy, eine Stufe direkt darunter. Jetzt geht es erstmal darum, erstmal die Arti zu finden. Ist sie dort oben auf dem TD-Hügel? Wo ist sie? In dem Moment ploppt sie drüben auf beim Stun. Und ich fahre hin, er hält sie hin, er ist so lieb und tötet sie nicht. Ja, ganz knapp am Schild vorbei. Wie es aussieht, hat der Bessere gewonnen. So, nette Aktion von ihm gewesen. Schönes Teamplay zusammen. Ihr seht es trotzdem. 10 Kills. Was mich dann im Nachhinein einfach geärgert hat, ist, da bin ich absolut nicht so. Hätte ich das gewusst, dass es die Redley Walter erst ab Stufe 5 gibt, hätte ich ihm den Kill oder hätte ich versucht, dass er den Kill kriegt, dann hätten wir nämlich einen Waffenbruder gehabt. Ganz sicher. Ja, schade, aber ist halt so. Panzer ist gewesen, in unbewegten Bildern sieht das Ganze halt so aus. 4,8 an EP, 26.000 Credits. 1431 Schaden, 8 Kills, der letzte dann per Teamplay gegönnt. Und 10 Schuss, 11 Treffer, 9 Durchschläge ist auch okay für eine Treugun. 125 Schaden sogar abgewehrt und 74 ermöglicht, wo auch immer. Es war ein schönes Mal 3 und daher fast 5000 EP. Hoffe, euch hat es gefallen. Mal wieder eine Runde Hetzer. Gebt der Runde gerne ein Like. Wenn ihr irgendwelche Gedankenideen habt, Fragen, haut es in die Comments und schaut euch gerne auch all die anderen Videos bei mir auf dem Kanal an. Ich wünsche euch viel Erfolg auf dem Schlachtfeld.